Und dann ist auch Pappkarton. Ja, cool. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Biene von Letters and Beads. Ihr kennt das ja sicherlich auch, man bestellt sich online ein paar hübsche Dinge und irgendwie müssen die Sachen ja auch bei einem ankommen. Meistens in einem Pappkarton. Und nach dem Auspacken wandern die meisten Kartons ja dann häufig, bestenfalls im Altpapier. Aber ich habe euch heute 4 Upcycling-Ideen mitgebracht, mit denen ihr aus alten Pappkartons noch was Schönes für euer Zuhause basteln könnt. Ich hoffe, ihr steht auf sowas, ich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, sondern wir legen direkt los. Und falls ihr mich noch nicht kennt, hi, ich bin Biene von Letters and Beads. Ich blogge seit 2013 über Do-It-Yourself, Beauty und Nachhaltigkeit auf meinem Blog Letters and Beads. Und wenn ihr möchtet, dann schaut doch sehr gerne mal vorbei. Ich würde mich sehr über euren Besuch freuen. Oder abonniert doch direkt diesen Kanal hier, so verpasst ihr dann auch in Zukunft keine neuen Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Beim ersten Upcycling baue ich eine Idee aus meinem berühmtesten TikTok-Video nach. By the way, falls ihr mir hier noch nicht folgt, dann macht das doch sehr gerne. Hier poste ich manchmal DIY-Ideen und andere Späße. Aber zurück zum Projekt. Mit solchen Eisstielen verkleide ich einen großen Pappkarton, um daraus eine hübsche Aufbewahrungsbox zu machen. Dafür muss der Karton erst einmal zugeschnitten werden. Um die richtige Höhe zu ermitteln, lege ich erst einmal einen Eisstiel an der unteren Kante des Kartons an und markiere die Höhe, wo der Stiel endet. Darüber sollten noch ca. 3 cm Platz sein, die markiere ich ebenfalls rundum auf dem Karton. Entlang dieser Markierung wird der obere Teil des Pappkartons dann abgeschnitten. Dann geht's auch schon ran an die Eisstiele. Mit der Heißklebepistole werden die kleinen Holzstäbchen rundum an der unteren Kante des Kartons aufgeklebt. Schön fein säuberlich nebeneinander, das soll so ein bisschen aussehen wie ein Gartenzaun. Im Zeitraffer ist das super satisfying anzuschauen, aber es dauert schon ein bisschen, bis ihr den gesamten Pappkarton mit den Stielen verkleidet habt. Nach dem Bekleben sieht der Karton dann so aus. Und damit das Innerste und die oberen Kanten auch noch hübsch verdeckt werden, wird der Karton jetzt mit Stoff ausgekleidet. Dafür recycle ich einfach ein paar Jutebeutel, von denen habe ich ungefähr 2345 Stück zu Hause, da können schon mal ein paar zweckentfremdet werden. 2 Jutebeutel reichen aus, die werden auseinandergeschnitten und kreuzförmig zusammengenäht, damit der Boden und die Wände des Kartons innen verdeckt werden. So eine richtig tolle Anleitung habe ich für euch jetzt nicht dabei, weil ich das beim Ausmessen wohl selber voll verkackt habe und der Stoffbeutel irgendwie zu klein für den Karton geworden ist. Fuck it, mit einem kleinen Stoffpatch für die zu kurz geratenen Ecken konnte ich das Problem wieder lösen. Beim Zuschneiden eures Stoffes solltet ihr auf jeden Fall noch darauf achten, dass der Stoff lang genug ist, um an der Außenkante des Kartons die oberen Enden der aufgeklebten Eisstiele zu verdecken. So sieht man dann nichts mehr vom ursprünglichen Pappkarton und hat ziemlich einfach eine hübsche Aufbewahrungsbox im Landhausstil selbst gemacht. Wenn man die Box nicht gerade selbst gebastelt hat, würde man nicht vermuten, dass sich hier drunter ein alter Versandkarton versteckt, nicht wahr? Im zweiten Upcycling basteln wir ein Puzzle mit selbstgeschriebener Botschaft. Als Geschenkidee eignet sich dieses DIY total gut. Dafür brauchst du erst einmal nur ein Stück Pappe, das du in deiner Wunschfarbe anmalst. Am besten mit Plakatfarbe. Die ist schnell verteilt und mit 2 bis 3 Anstrichen auch voll deckend. Wenn die Farbe getrocknet ist, schneidest du aus deinem Pappstück mehrere kleine Stücke zurecht. Das werden später die Puzzleteile sein. Wäre gut, wenn du die Teile dabei so neben dich legst, dass du sie selbst auch wieder zusammensetzen kannst. Schneide die Puzzleteile so groß oder so klein zu, wie du möchtest. Ich habe meine Teile danach noch einmal in einer anderen Farbe angestrichen, das ist aber optional. Was auch nicht notwendig ist, ich aber ganz nett finde, ist so einen Rahmen für das Puzzle zu bauen. Macht es dabei aber besser als ich und nutzt als Vorlage für den Rahmen eure bereits zerschnittenen Puzzlestücke. Beim Anmalen und Zerschneiden wird das Puzzle nämlich größer, das heißt, euer Rahmen sollte etwas größer sein als das Pappstück, aus dem ihr ursprünglich eure Puzzleteile zugeschnitten habt. Den Rahmen klebe ich gleich noch auf eine angemalte Pappunterlage, aber vorher verkleide ich ihn noch mit Malerkrepp, damit die offenen Kanten nicht sichtbar sind. Den Rahmen male ich in der gleichen Farbe an wie meine Puzzlestücke und verziere ihn noch mit kleinen Herzchen.
Zum Schluss kommen die Puzzleteile in den Rahmen und bekommen noch eine Botschaft verpasst, die man sich eher puzzeln muss. Da bald Valentinstag ist, habe ich mich für eine eher romantische Botschaft entschieden. Je nachdem, zu welchem Anlass du dein Puzzle verschenken willst, kann die Message natürlich auch anders aussehen. Und schon ist dein selbstgemachtes Puzzle fertig. Dieses Pub-Upcycling ist eine richtig süße Geschenkidee für alle möglichen Anlässe. Und es macht echt Spaß zuzuschauen, wie die beschenkte Person versucht, deine Botschaft zu erraten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Verschenken. Beim dritten DIY bleiben wir in Valentinstagsstimmung. Aus altem Pappkarton werden wir nämlich kuschelige Deko-Buchstaben zaubern. Ihr seht gleich, was ich meine. Für das Projekt braucht ihr mehrere Pappkartonbögen. Daraus schneidet ihr ca. 20 cm große Buchstaben aus. Ich werde Love buchstabieren, also schneide ich die vier Buchstaben aus der Pappe aus. Dabei benutze ich das L quasi als Schablone für die anderen Buchstaben, damit sie alle gleich hoch und ungefähr auch gleich breit bleiben. Damit aus den ausgeschnittenen Pappbuchstaben nun hübsche Deko wird, werden wir die Lettern nun mit einem richtig flauschigen Stoff verkleiden. Dafür müssen die Buchstaben spiegelverkehrt auf die Rückseite des Stoffes gelegt und mit ca. 1,5 cm Rand außen herum ausgeschnitten werden. Jetzt kommt wieder die Heißklebepistole zum Einsatz. Damit wird die Pappe auf der linken Seite des Stoffes festgeklebt. Den überschüssigen Stoff um die Buchstaben herum klebe ich damit einfach auf der Rückseite der Pappe fest. Sollte zu viel überschüssiger Stoff auf der Rückseite sein, schneide ich den einfach weg. Das mache ich natürlich bei allen Buchstaben so. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit einem dreieckigen Stück Pappe noch einen Winkel auf die Rückseite der Buchstaben kleben, damit man sie wie einen Bilderrahmen aufstellen kann. Ansonsten sind die Kuschelbuchstaben schon fertig. Dieses DIY ist wirklich ganz einfach umgesetzt und ist nicht nur für den Valentinstag eine richtig schöne Deko-Idee. Und das Beste kommt zum Schluss. Das letzte DIY für heute ist mein absoluter Favorit. Und zwar machen wir aus diesem Stück Pappe ein schickes Ablagetablett. Dafür nehme ich mir erst einmal diese Box hier als Schablone, um die ungefähren Dimensionen für mein Tablett auf die Pappe zu zeichnen. Mit einem Geodreieck zeichne ich das Rechteck dann nochmal sauber nach. An den vier Ecken möchte ich so eine dreieckige Ausbuchtung haben. Das messe ich hier mit dem Geodreieck noch einmal nach und zeichne die Diagonale oben an. Dadurch wird das Tablett am Ende achteckig. Die Spitzen verbinde ich ebenfalls noch einmal mit vier Linien. Das sollte dann am Ende so ausschauen. Und diese Form wird dann ausgeschnitten. Und damit die Ränder später etwas erhöht sind, schneide ich entlang aller Linien mit dem Cuttermesser die Pappe ein. Die Klinge soll dabei nicht durch die Pappe hindurchschneiden. Nur an den vier Ecken wird mit der Schere die Pappe so eingeschnitten, dass an der dreieckigen Form kleine Schlitze entstehen. So können dann später die Ränder daran entlang hochgeklappt werden, ohne dass die Pappe hier zerdrückt wird. Hier werden die Ränder dann auch schon hochgeklappt und mit etwas Malerkrepp werden Einschnitte und offene Pappkanten dann einfach verdeckt bzw. verstärkt. Das macht ihr an allen vier Ecken und das Ergebnis sollte dann ungefähr so aussehen. Jetzt wird das gesamte Tablett mit Pappmaché verstärkt. Mischt dazu etwas Mehl und Wasser zu einem Kleister zusammen und verwendet zerrissenes Zeitungs- oder Packpapier, um damit das gesamte Tablett zu bekleistern. Ich habe mein Tablett mit zwei Schichten Pappmaché beklebt und dann über Nacht erst einmal trocknen gelassen. Das Ganze sieht dann so aus und mit der Plakatfarbe von vorhin male ich das Tablett nun mit zwei Schichten Weiß komplett an. Das lasse ich dann auch gut trocknen. Und dann kommt auch schon der letzte und spannendste Part, denn das Tablett sieht jetzt ja noch ein bisschen langweilig aus. Mit einem Goldlackstift zeichne ich erst einmal alle Linien meines Tabletts nach. Das ist das Rechteck in der Mitte, die Dreiecke in den Ecken und auch die äußere Kante des Tabletts. Ich möchte auf meinem Tablett noch den Rand verzieren. Dafür unterteile ich die Fläche am Rand in 12 Abschnitte und in diese Abschnitte kommen jetzt die Symbole für die 12 Sternzeichen rein. Dafür brauche ich aber eine Vorlage. Darum liegt mein Handy hier auch neben mir. Und in die Mitte des Tabletts kommt dann auch noch ein Sonnen-Mond-Gesicht, alles mit dem Goldlack und Freihand aufgemalt. Wenn dir das etwas zu heikel ist, kannst du vorab mit einem Bleistift natürlich deine Verzierungen vorzeichnen und danach mit einem Lackmaler nachzeichnen. Noch ein paar Sternchen hier an die Seite und dann ist mein Tablett auch schon fertig.
So sieht das Tablett am Ende aus. Ich habe meines in den Flur gelegt. Dort dient es jetzt als Ablage für unsere Autoschlüssel und passt mit den Goldakzenten richtig gut zu dem Glastisch und den anderen goldfarbenen Wohnaccessoires. Und das waren sie auch schon, meine 4 Upcycling-Ideen für alte Pappkartons. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst es mich sehr gerne wissen, indem ihr unten einen Kommentar hinterlasst oder lasst mir doch gerne euren Like da. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, auf Wiedersehen! Dieses Papp-Upcycling ist eine richtig süße Geschenkidee für dieses... Wie die beschenkte... Dieses Papp-Upcycling ist eine richtig süße Geschenkidee für alle... Oh Gott, Biene, reiß dich zusammen, Mann! Dieses Papp-Upcycling ist eine richtig süße Geschenkidee für alle möglichen Anlässe und es macht echt Spaß zuzuschauen, die... Ich kann es nicht aussprechen!